Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. One, two, three! Gerade kurz nach 2 und ich werde jetzt zu Lisa fahren, gleich in einer Stunde, glaube ich. Und dort werden wir dann zusammen ein Turnvideo drehen. Also wir wollen eine Challenge machen, und zwar eine Stick-It-Challenge. Vielleicht wissen manche, was das ist, vielleicht nicht. Wir erklären es dann nochmal gleich. Auf jeden Fall werde ich mir jetzt ein Outfit rauslegen, was ich dann anziehen werde, weil es ist echt kalt draußen, aber das Wetter ist so, so schön. Und ja, ich schaue jetzt mal, was ich anziehen werde. Ich denke, ich werde einen Pulli anziehen, weil es sind 8 Grad draußen. Also die Sonne scheint wirklich, es ist komplett blauer Himmel, aber es ist halt echt kalt, wie gesagt, aber wir wollen ja turnen, deshalb denke ich, ziehe ich einfach dort drunter noch ein T-Shirt an. Unter dem Pulli werde ich diese Leggings hier anziehen und dann ziehe ich das Outfit jetzt einfach mal schnell an. So sieht jetzt mein Outfit aus und ich glaube, ich nehme dann auch noch meinen Airblock mit zu Lisa, weil sie hat ja auch eine Airtrack, also meine Airtrack nehme ich mit, nicht mit, aber dafür halt den kleinen Airblock. Ich zeige euch den jetzt mal. Und zwar ist es der hier, der ist von FB Sport. Ich glaube, auf der Seite hier steht es. Und Lisa hat auch einen von FB Sport, aber ihre ist rund und sie hat auch die gleiche Airtrack wie ich. Und dann können wir halt richtig nice turnen und auch die Challenge besser machen. Ich stelle jetzt schon mal mein Zimmer, damit ich ihn halt nicht vergesse mitzunehmen. Und ich hole mir gleich noch was zu essen und dann fahren wir, denke ich, auch schon los zu Lisa. So, ich werde es jetzt ganz gemütlich auf meinem Bett essen und ich frage Lisa jetzt mal, wann ich halt zu ihr kommen kann. So Leute, ich habe jetzt meine Jacke an, meine Schuhe habe ich auch schon an und wir werden jetzt losfahren zu Lisa. Ich nehme halt jetzt noch den Airblock mit, ich glaube, den tun wir einfach in den Kofferraum. Und ja. So Leute, ich bin jetzt bei Lisa und wir bauen jetzt die Airtrack, blasen die Airtrack auf. Ich kann nicht reden. Und dann tun Lisas Airblock und das ist halt meiner, der pinke. Und wir bauen jetzt noch die Stative auf und dann fangen wir an mit der Challenge, oder? Ja. Leute, wir sind jetzt fertig mit Aufwärmen und wir werden jetzt die Stick-It-Challenge machen. Also wir erklären mal kurz, wie das funktioniert. Wir suchen das auf Instagram, habe ich euch gefragt, was wir machen sollen. Zum Beispiel freies Rad, Flipflop oder so. Und da gucken wir gleich und suchen uns halt so per Zufall aus, was wir machen müssen. Und jeder muss halt 10 Sachen machen. Und Stick-It-Challenge heißt also, wir müssen das dann stehen. Also keinen Schritt machen. Was war das? Stehen. Wir müssen es halt stehen, also dass wir halt nicht einen Schritt noch machen. Zum Beispiel beim Sprung, dass wir dann halt einfach stehen, also landen. Ja. Ja, Logik. Und jeder muss halt 10 Sachen machen, also wir suchen uns dann für jeden 10 Sachen raus, also zum Beispiel Flickflack, freies Rad oder sowas. Und der Verlierer, der öfter verkackt hat, der bekommt dann eine Bestrafung, und zwar eine Minute das Handy von dem anderen. Genau. Ja, ich hoffe, das war einigermaßen verständlich. Wir fangen jetzt einfach an, ihr seht es dann schon. Also hier habt ihr mir die ganzen Sachen reingeschrieben, das war halt in meiner Insta-Story. Und wir suchen jetzt da einfach mal raus, was wir machen müssen. Wer fängt an? Du. Okay, dann scroll ich jetzt einfach und bei dem es stehen bleibt, das mache ich dann. Ja, mach. Rückwärtssalto, oder? Ja. Okay, bei mir stand Rückwärtssalto. Dann mach ich egal, jetzt das heißt, Rückwärtssalto. Oh Gott, ich habe Angst. Also die Lisa hat Bogengang gezogen, ich habe ja wie gesagt Rückwärtssalto. Und das heißt, wir machen das jetzt beides und mal schauen. Rückwärtssalto. Und wir werden jetzt nicht immer weiterziehen, weil sonst geht das Video zu lange. Also ja. Wir werden dann einfach sagen, was wir gezogen haben und dann filmen wir das. Genau. Let's go. Yeah. Okay, geschafft. Yay. Okay, jetzt mache ich meinen Bogengang. Yay, okay. Wow, okay. So, wir haben jetzt beide das erste Teil geschafft, also wir haben es beide gestanden. Und wir suchen jetzt halt die nächsten Sachen raus und ihr seht dann halt, was wir gezogen haben. Also ich habe diesmal, warte, was habe ich gezogen? Flickflack. Also ich habe Flickflack gezogen und Lisa hat Rückwärtssalto jetzt gezogen. Das heißt, wir machen das jetzt beides. Okay Leute, mein Flickflack ist sehr, sehr hässlich, egal. Wir haben wieder gestanden. Ja.
Also das haben wir jetzt beide gestanden und ich habe jetzt Bogengang vorwärts gezogen. Und ich habe Reißrad gezogen. Genau. Mal schauen, ob wir das stehen. Oh. Hallo, Bogengang vorwärts geht. Ja. Ja. Das ist eigentlich richtig gesagt, oder? Also bis jetzt hat Lisa 2 Punkte und ich habe 3 Punkte, weil sie hat ja das freie Rad nicht gestanden. Ja. Und das heißt, wir machen aber jetzt eh noch 7 Sachen. Und das nächste, was ich gezogen habe, ist Handstand und dann in Verbindung Rückwärtssalto. Was hast du gezogen? Ich habe noch gar nichts gezogen. Ich habe noch nichts gezogen. Also Lisa hat Manny Kelly gezogen. Gerade eben. Ja. Also sie macht jetzt Manny Kelly, ich mache Handstand Rückwärtssalto. Der war voll hässlich, aber ich hab's getan. Ja. Was geht jetzt? Ja! Nein! Ja, das geht jetzt aber jetzt. Ja. Jetzt hast du auch eine Sache nicht gestanden. Egal. Also, die. Achso, das ist ja dein Video. Also, ich hab jetzt. Warte, was hab ich gezogen? Ich hab dafür 3 Rad. Ah, ja. Okay, also ich. Rolleflick, okay. Die Kathi hat jetzt doppelfreies Rad gezogen, oder wie man das nennt. Ja, und also ich habe 2 Freiräder einfach hintereinander. Genau. Und ich habe Rolle Flickflack gezogen. Ja. Ja. Yay! Okay, das war voll schön. Nee. Also ich habe jetzt 4 Punkte und du hast 3. Also im Moment liege ich vorne und ich muss jetzt Rad Manny Kelly machen. Und was musst du machen? Radbogen. Okay. Dann fangen wir mal an. Leute, es steht jetzt wieder auf Gleichstand, also jeder hat 4 Punkte. Und ich habe schon gezogen, ich habe einen Spreizsprung gezogen. Was hast du gezogen? Und ich habe einfach eine ganze Drehung. Also ja, Strecksprung, ganze Drehung. Ja. Genau. Jetzt hier. Also. Stehen, dann hasse ich mich jetzt. Was? Das geht nicht. Ach Mann! Also es steht jetzt wieder 5-4 und ich habe jetzt eine Verbindung von Rad, Bogengang vorwärts und dann Manny Kelly gezogen. Du? Radwende, Kettwinkel. Genau. Also es steht jetzt 6-5. Ja. Genau. Ich habe jetzt 2 Räder hintereinander gezogen. Was hast du gezogen? Bogengang vorwärts und dann einfach Handstand. Also auch eigentlich einfach. Ja, trainieren. Okay, hoffentlich. Jetzt 7-6 für die Kathi. Genau. Und vorletzte ich Runde. Jetzt, ja, ich habe jetzt vorwärts, nee, ich habe Rückwärtsrolle und dann Bogengang vorwärts gezogen. So wie ich gezogen.
Scheiß, doch, ich hatte, ich habe Pferdchensprung Rad gezogen. Ja. So, es steht jetzt 8-7 und wir haben uns jetzt für die letzte Runde was Besonderes überlegt. Wir legen die beiden Airblocks übereinander, machen dabei den Rückwärtssalto davon runter, weil das ist halt ein bisschen schwerer. Ja. Und es entscheidet dann, ob es Gleichstand ist oder nicht gewonnen. Ich will ja nicht. Ich hab's gesagt. Das ist Gleichstand. Okay. So Leute, wir sind jetzt in Lisas Zimmer und wir drehen jetzt die Bestrafung. Also jeder bekommt das Handy vom anderen für 30 Sekunden und darf machen, was er will. Mann, ich habe mir schon was überlegt, aber ich weiß noch nicht, was ich da machen soll. Ich habe mir auch schon was überlegt. Und ja, wir stellen jetzt dann so einen Timer und ich würde sagen, fangen wir an. Ja. Ich habe Angst. Ich auch. Haben wir jetzt in deine oder in meine Kamera gebracht? Okay Leute, es geht jetzt los. Ich drücke jetzt auf Start. Nein, es hat noch nicht angefangen. Okay, eins. Zwei, drei. Okay. Scheiße, was soll ich machen? Ich weiß gar nicht, wie das geht. Nein, mach das nicht, mach das nicht. Mach das nicht. Mach das nicht. Nein, mach das nicht. Du hast auf Chinesisch gemacht! Kathi! Ich hätte nie wieder mein Handy umstellen können. Das darfst du dann aber nicht löschen, du hast mein Handy gerade auf Chinesisch oder Japanisch oder was auch immer das für eine Sprache. Die hat mein Handy auf Japanisch und Chinesisch. Ich kann nichts mehr lesen. Scheiße, ist der Timer jetzt vorbei? Chinesisch! Ich mag das! Was hast du gemacht? Wo hast du das denn gefunden? Ich hab's jetzt gerade auch geschafft. Nein! Jetzt können wir nie wieder vergleichen. Ich hab's aufgeschrieben, das war schon längst. Leute, kommt mal. Warte, sorry. Ich wollte da mal schreiben. Das ist einfach chinesisch geworden. Scheiße. Ey, wie kann ich das? Ich hab gesagt, wir gesagt, wir haben gesagt, schon vier Leute haben es gesehen, 77. Nein, Leute. Wir dürfen es nicht löschen. Du hast ein Foto von mir gepostet. Ich habe keins von dir. Ich hätte so peinliche Fotos von dir posten können. Fuck, das ist viel peinlich, ist es bitte. Oh Gott, die Chinesisch. Die hat mein Handy im Chinesisch. So Leute, das war's jetzt mit dem Video. Es war mal ein etwas anderes Video. Also ich habe noch nie eine Challenge auf meinem Kanal gemacht. Unser Handy ist immer noch auf Chinesisch. Wir müssen gleich mal gucken, ob wir das umgestellt kriegen. Mhm. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Video so fandet. Also ich hoffe, das war nicht zu chaotisch und langweilig. Und dann würde ich es auch an dieser Stelle beenden. Ich hoffe, wie gesagt, dass es euch gefallen hat. Und ihr könnt gerne noch ein Video über die Kommentare schreiben. Und das war's. Bye Leute. Bye. Put your head on.